Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was habe ich diesmal für euch? Und zwar habe ich eine Lexon King für euch, was ich euch erzählt habe im Livestream, wo man die gekauft hat in dem Geschäft. Die Garantie ist abgelaufen. Leider läuft dieses Ding jetzt nicht mehr. Der gute Mann wollte das dahin bringen zur Reparatur und was war? Man hat es abgelehnt, hat gesagt, das kann man nicht machen. Das ist unmöglich, also kommt jetzt Roller Rolf ins Spiel. So, die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, was ist hier genau dran? Also man hat mir so als kleine Info mitgegeben, dass kein Zündfunke da ist und wahrscheinlich auch kein Sprit. Aber diese Infos, das ist immer so eine Geschichte. Ich werde jetzt beigehen, werde diese ganze Sache überprüfen. Deswegen habe ich auch schon die Brille auf. Vorher zeige ich aber euch noch mal ganz kurz einen Rundumblick von dieser schicken Maschine. So, seht ihr, das ist ein ganz stattliches Ding. Sieht ja nicht schlecht aus, das Ganze. Auch hier so am Lenker, das Armaturenbrett und den ganzen Kram. Das sieht alles sehr schön aus, finde ich. Mir gefällt das Ding so ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Sieht auch sehr groß aus für eine 50er. Seht ihr ja. Also das ist schon ein ganz schöner Otto. Aber es nützt ja alles nichts, wenn das Ding nicht läuft. Also müssen wir da mal beigehen und müssen da einfach mal gucken, was hier so los ist. So, ich zeige euch hier nochmal das Armaturenbrett. Also sieht auch gut aus. Die Tacho-Geschichte hier nicht schlecht. Hat 2700 Kilometer. 2733 Kilometer gelaufen, ist auch nicht viel. So, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Hier ist so eine Art Handschuhfach. Hier sind erstmal so Warnaufkleber, wo alles Mögliche draufsteht und so. Das finde ich auch immer geil. Dann haben wir hier ein kleines Handschuhfach. So. Allerdings sehen wir hier schon, dass die Verarbeitung nicht so toll ist. Ja, das funktioniert alles nicht so richtig. So Leute, ich habe jetzt erstmal die Sitzbank hier abgemacht, damit ich einen Platz habe, damit ich arbeiten kann und gucken, wo der Fehler ist. Batterie haben wir wieder angeschlossen. Jetzt prüfen wir als erstes mal, was macht er überhaupt? Was für ein Geräusch kommt da? So. Naja, das hört sich an, als wenn er will und kann nicht. Und so, da müssen wir mal jetzt ein bisschen andere Maßnahmen einleiten. So, jetzt gucken wir erstmal als erstes, hier ist der Benzinfilter, seht ihr, da kann man sehen, dass da Sprit drin ist. Ich kann das nochmal einen Tick näher ranholen. Seht ihr, also hier ist Benzin. So, ich habe jetzt erstmal die Zündkerze rausgemacht, die sitzt hier unten. Und so, da kommt man verhältnismäßig gut ran. Man kann auch von unten rangehen, man braucht also nicht die komplette Verkleidung abmachen. So, jetzt drehe ich den Zündschlüssel mal rum und gucke mal, ob hier ein Zündfunke kommt. Also ich habe nichts gesehen, dass da ein Zündfunke ist. Naja, das ist schon mal nicht so schön. So, ich habe jetzt eine andere Zündkerze reingemacht. Achtet darauf, dass es die gleiche Bezeichnung ist und dass es wie bei hier kurzes oder langes Gewinde ist. Nicht, dass ihr da ein Problem habt, macht ein langes Gewinde rein und habt dann den Motor in den Arsch bzw. den Kolben. Jetzt probieren wir das nochmal, ob wir einen Zündfunke haben. Zündschlüssel ist rumgedreht. So. Dann nochmal drücken. Ich sehe so ein ganz bisschen. So, ich habe mir den passenden Adapter rausgesucht und jetzt gucken wir mal, ob der Motor noch intakt ist, weil sonst nützt alles andere eh nichts, was wir da machen. Also schauen wir mal, was jetzt hier kommt. So Leute, Kompressionsgerät ist dran nochmal, weil ich kann das gar nicht glauben, bei der Kilometerleistung 2733 Kilometer. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit dem Kickstarter, was da kommt.
Rita, es geht ein bisschen höher, ist etwas übertreibbar, aber das ist auch nicht pralle, so wird die Maschine wahrscheinlich nie laufen. So, nochmal vom Nahen. Ne, man merkt auch, dass er sich verhältnismäßig einfach und leicht runterdrücken lässt. Ne, er baut gar keinen Druck wirklich auf. Normalerweise muss der schwer runtergehen. Ja. Ich krieg hier einen lahmen Fuß und über 3 Bar komme ich hier nicht. Ne, das ist also schon schöne Scheiße. So Leute, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Hier an der alten Kiste, Baujahr 94, die ich gerade zerlege mit 33.000 Kilometern. Mal gucken, was der in Kompression hat. So, jetzt probieren wir das mal bei dem Bastelolmel hier. Batterie ist dran, ne, das ist auch dran. Drücken wir mal hier und gucken mal, was hier kommt. Zündschlüssel sollten wir vielleicht rumdrehen. Nein. Wenn Sie mal bitte schauen würden hier, ne, das sind über 11 Bar. Das heißt, der Motor ist absolute Spitze noch. Der muss normalerweise rennen wie 1. Mai. Ich kann das gar nicht glauben, was hier jetzt abgeht, weil ich habe den ja auch noch nicht getestet hier. Ne, angeblich sollte der ja gut sein. Aber seht ihr, das ist doch ein Knaller hier. Jetzt lasse ich es nochmal runter und muss das nochmal probieren, damit ich das auch glauben kann. So, also Zündschlüssel rum und so, dann gucken wir mal, was kommt hier jetzt. Ja, ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich weiß gar nicht, was hier drauf ist. Jetzt habe ich hier, ey, das ist über 12 Bar, das ist ja unwahrscheinlich. Normalerweise muss die Mofa ja rennen wie ein Teufel. Ich zeige euch das auch nochmal bei dem Ding, damit ihr mir das auch glaubt. 2733 Kilometer hat hier dieses tolle, schöne Ding runter. So, also der erste Test war schon mal nicht überzeugend. Der macht mich schon ein bisschen traurig. Wir probieren es aber nochmal. Wir müssen immer der ganzen Sache sicher auf den Grund gehen. So, seht ihr hier, das sind knapp 3 Bar. Das reicht natürlich nicht aus, damit die Karre läuft. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Kolbenringe verschlüsseln oder sowas. So Leute, was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall ein großes Problem. Und das haben wir bei 2733 Kilometern. Das ist eine üble Hausnummer, muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen. Aber da haben wir wieder das Problem zwischen einem Markenroller und zwischen einem No-Name-Roller. Und so, ich kenne Roller zum Beispiel von Kemco, ein 50er, den habe ich letztens getroffen. Der war ganz stolz, der hat mit seiner ersten Maschine 100.000 Kilometer runter und das mit einer 50er. Und da habe ich mich wirklich erschrocken. Ne? Das war nur eine kleine Anmerkung von mir. Ich will nicht immer auf diese Baumark- oder China-Roller losgehen. Aber hier zeigt sich leider wieder mal, dass die Qualität wohl nicht so doll ist. So Leute, das war leider ein sehr kurzer Auftritt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ihr seht ja, dass da knapp 3 Bar nur Kompression sind. Jetzt muss ich mich mit dem Besitzer in Verbindung setzen und gucken, was wir als nächste Schritte machen. Ob ich den Motor aufmache und da gucke, was genau los ist, ob was reparieren und so. Das ist auch eine Preisfrage. Außerdem sind die Teile nicht ganz so einfach zu kriegen. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und wir werden diese ganze Sache verfolgen. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao.